Wie hat es bei mir angefangen? Ich habe ja, fange mal ganz früher an, Musik gespielt, klassischen Klavierunterricht gehabt, bla bla bla, Bands gespielt, Studio aufgebaut, studiert gleichzeitig. Dann habe ich mal ein bisschen. Was studiert? Ich habe zuerst Mathematik und Physik studiert, Hoppla, an habe der dann aber ETH, oder? an der Uni, Tuni? Uni Zürich, habe ich aber müssen abbrechen, weil ich wirklich zu dumm war, man muss es so sagen. Also, ich habe es einfach nicht mehr verstanden. Ich habe es Gut, wirklich, man muss sehr also, gescheit sein, man um das muss zu machen. sehr gescheit Und sein, ja. einseitig, also auf eine bestimmte Richtung gescheit, oder? Also. Sehr speziell einfach. Also ich habe wirklich irgendwann einfach gemerkt, wenn es um Übungen gegangen ist, in der Vorlesung schon bin ich wirklich am Schwimmen gewesen, und wenn es um Übungen gegangen ist, bin ich mit meinen Mitstudenten an den Tisch gehockt und habe einfach gesagt, du, wie würde ich das machen? Und dann schaue ich bei denen auf den Zettel und die haben das alles schon fertig gehabt. In 3 Minuten habe ich gesagt, ist ganz klar, weil das ist so, das ist so, das ist so. Und ich habe gedacht, Scheiße, ich bin 3 Stunden dran gehockt, habe es immer noch nicht verstanden. Dann habe ich müssen abbrechen. Das ist ein Das ist Moment von der Bescheidenheit, wo dann auf dich Ein guter überkommt. Moment gewesen, ja. Es ist nicht mehr ganz so cool gewesen, wo ich nach dem ersten Jahr hat mir die ersten Prüfungen gehabt. Dann habe ich das, kann man das noch ein Semester rauszögern. Dann habe ich es rausgezögert und vor dem zweiten, also nach 1,5 Jahren, wo ich wieder an Prüfungen zähle, bin ich tatsächlich noch in die Uni rauf. Also es ist jetzt nicht gerade das Highlight, aber ich kann es ja gleich erzählen, schon als Titel her. Das ist 20 Jahre her. Bin ich an die Uni rauf und bin wirklich draußen gekommen. Ich habe meine Termine schon gehabt für die ganze mündliche Prüfung. Und mündliche Prüfung finde ich sowieso Horror, oder? Das finde ich ganz etwas Schlimmes. Und ich bin in den Lift eingestiegen, um in den Hörsaal reinzugehen oder in das Zimmer, wie auch immer, wo der Professor auf mich gewartet hat für diesen Termin. Und ich habe im Lift drinnen, einfach wo der Lift offen ist, wieder den Lift, den Knopf runtergedrückt, bin wieder runtergefahren, bin raus, bin ins Auto, bin heimgefahren und habe gesagt, ich tue mich exmatrikulieren. Das war es für Aber im mich. zweiten Semester. Das war also eigentlich das dritte Semester. Ja. Hat schon gelaufen, das dritte Semester ist schon gelaufen und ich habe einfach dort, ich musste die Prüfung machen, sonst wäre ich rausgefallen. Dann Ja. habe ich gesagt, ja gut, ich kann mich ja selber rausfallen, ich gehe sowieso raus. Oder? Ja, Aber die Schmach muss ich nicht mehr haben. Nachher habe ich Sekundarlehrer studiert, auch wieder mit Schwerpunkt, also Naturwissenschaften, auch wieder Mathematik, wieder bei den gleichen Professoren gehabt. Aber dann hatte ich den Vorteil, gehabt, ich habe alles schon kennt, oder? Die ersten zwei, drei Semester habe ich alles schon kennt. Dann habe ich nachher mehr oder weniger brilliert dort, also mindestens in der Mathe. Im Sport nicht so wahnsinnig, ich wäre wegen dem Sport noch fast rausgefallen. Aber schlussendlich habe ich den Sekundarlehrer abgeschlossen. Also da habe ich das Diplom, das ist safe. Ich habe eine ähnliche Geschichte, ich habe eine zweite Matura gemacht und dann habe ich direkt also geschafft bei verschiedenen Firmen und dann erst mit etwa 12 Jahren später, mit etwa knapp 40, habe ich gefunden, komm, jetzt gehen wir studieren. Habe ich gefunden, ich wohne in St. Gallen, komm, wir gehen in St. Gallen studieren. Hat mir gefragt, schiess auf Zürich gehen. Dann habe ich gedacht, ich gehe in die HSG, obwohl mich nicht so interessiert hat. Habe ich gefunden, Fach richtig use, oder? Weil mich interessiert die Sprache und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin Mathe immer gut gewesen, oder? Und dann bin ich dort in die erste Lektion gehackt und dann zeichnet der Lehrer das Summenzeichen, das E, an. Und ich hatte keine Ahnung mehr, wie liest man das, was heisst das. Und ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, ich habe 13 Jahre keine Mathe mehr gehabt und hocke jetzt in einem Vorlesungssaal mit lauter Leuten, die am Stück 13 Jahre Mathe hatten. Und da ist mir gerade das Licht aufgegangen, ich muss das Jahr repetieren, weil man hat ja in St. Gallen hat man das Assessment, da gibt es noch so eine Art Zwischenprüfung, wo man überall mal genügend sein muss. Und ich hatte keine Chance gehabt, ich musste das wiederholen. Ich habe aber bis ins zweite Semester gewartet, bis ich abbrochen habe. Und jetzt kann ich sagen, Studienabbrecher wie der Steve Jobs und Mark Zuckerberg und der Mike Candice. Genau. Ja, und jetzt noch schnell weiter, um deine Frage zu beantworten, wie das mit wo dann irgendwann das Geld ins Spiel gekommen ist. Also bis eben studieren ist alles noch mehr oder weniger ein Ferienjobs und so. Aber ich habe gleichzeitig während dem Studium das Studio aufgebaut, immer professionell und habe auch schon angefangen für andere Leute zu produzieren. Bands, DJs, ich habe von Schlager bis Rock alles gemacht. Also im Hintergrund eigentlich? Im Hintergrund, ja. Also ich bin wirklich als Produzent und Songwriter tätig. Da hast du keinen Publikumskontakt, Stars sind andere? Oder, das sind andere Leute. Oder hast du die Szene dann? Ich habe natürlich schon, ich habe immer noch eigene Produkte oder Projekte am Laufen gehabt, wo ich auch zum Teil selber auf der Bühne bin, ein bisschen mit Bands gespielt und zum Teil sogar gesungen habe. Das ist nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich bin doch einmal auf der RS1 gelaufen, eine Woche lang, mit meinem eigenen Gesang. Das ist also das Highlight. Aber sonst habe ich schon für andere produziert und dann ist einfach auf der CD dann gestanden. Damals hat es noch CDs gegeben. Produzent Michael Kuhl. Oder? Ja, für unsere jüngeren Zuschauer, was ist eine CD? Das ist etwas rund, wo glitzert und spiegelt. Ja, ja genau. Ja. Okay. Ja, und dann hat sich das irgendwann nach dem Studium, habe ich dann gesagt, ich will jetzt aber nicht Schule gehen, obwohl ich dann eben als Lehrer abgeschlossen habe, aber das ist wirklich ein bisschen genug von dem ganzen Betrieb dort. Und dann bin ich zu der Swissair gearbeitet. Das war auch ein tragisches Kapitel, weil ich bin dann tatsächlich mal die letzten 2 Jahre Swissair reingekommen, habe auf der Finanzabteilung dort gearbeitet. Und bitte Swissair. Ist Grounding rein. Also ich habe das Grounding vom ersten Tag an, von der ersten Generalversammlung bis zum letzten Tag, wo sie dort den Schlüssel dreht, haben miterlebt. Und das ist sehr, sehr, sehr eine tragische Geschichte. Also wirklich eine
tragische Geschichte. Ich habe die Stiftung gemacht bei der Swissair. Und ich war zwar nicht mehr bei der Firma, aber es hat mir das Herz gebrochen, weil dass der Name Swissair weg ist. Das, wer das erlebt hat, dem tut das weh. Das ist schlimm. Zum Glück haben wir Roger Federer, der nachher ziemlich direkt die Lücke geschlossen hat. Und jetzt haben wir doch wieder eine Visitenkarte in der Welt. Okay, eben. Sport, wie gesagt, ist nicht so mies. Also, warum aber es war bitter. Gewesen, aber, ja. Das ist sehr bitter gewesen. Also vor allem für die Leute. Ich meine, ich war ja dort noch jung gewesen, vor 20 Jahren oder 18, 17 Jahren. Aber dort hat es Leute natürlich in unserer Abteilung gehabt, die sagen wir, kurz vor der Pension waren oder so. Und die das mit Herzblut 20, 30 Jahre dort geschafft haben und die haben dann einfach brüllen tagelang in den Büros. Also das ist wirklich, und die sind wirklich, was plötzlich geheißen hat, auf die kommst kein Rappen mehr über, ist alles weg. Das Geld ist weg, Lohn ist weg, Job ist weg, alles ist weg. Wir Jungen haben es relativ gelassen genommen, aber dann, das ist wirklich so ein bisschen schicksalsmässig gewesen, ja, das ist eigentlich noch, ja, in der Rückblick das ist ein cooler, cooler Moment so Wirtschaftsgeschichte, ja. Ja, aber auch für mich, muss ich sagen, das ist wirklich der Moment gewesen, ich bin nachher auch wieder so schön, plakativ, man könnte eigentlich einen Film machen über mein Leben, ich muss mir das mal überlegen. Falls du mal Lust hast, irgendetwas zu organisieren. Kurzfilm gibt es ja schon viel, oder? Musikvideos. Ja, gut. Gut. Nein, aber ehrlich, das ist wirklich wie aus dem Bilderbuch gewesen. Es hat dann irgendwann geheißen, so, alle, die jetzt den Job nicht mehr haben, jetzt Montagmorgen um 8 Uhr über in ein anderes Gebäude. Ich habe am Balzberg gearbeitet, dort am Flughafen. Da sind irgendwie 2000 Leute sind in ein anderes Gebäude über, wirklich. Völkerwanderung, oder? Dort über Schlange gestanden. Und dort hat es geheißen, dort haben wir irgendwie 20 Schalter aufgebaut von Leuten, die Formular ausfüllen für die Arbeitslosenanmeldung. Dass nicht alle auf Samt auf Gemeinde rennen, oder? Haben die dort einem geholfen, neue Stellen suchen und eben, wie man sich anmeldet, zum Stempeln und so. Und ich bin in dieser Schlange reingestanden, wieder so ein Moment wie im Lift an der Uni. Ich bin in dieser Schlange gestanden mit einem Kollegen zusammen und habe gewusst, jetzt in einer halben Stunde irgendwann, wenn ich dran komme, stehe ich dort und erkläre dieser Frau oder meinem Mann am Schalter, dass es mich eigentlich nicht mehr braucht in dieser Firma oder sie erklären mir das und was ich jetzt genau machen will und wie, dass ich mich genau arbeitslos will, weiss nicht was organisieren. Oder. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, Moment, stopp, ich habe keine Lust auf das. Stempeln finde ich nicht cool. Klar, es gibt Leute, für die geht es nicht anders, verstehe ich absolut. Aber für mich war das einfach keine Option. Ich habe gesagt, jetzt muss ich etwas anderes machen. Das Studio ist schon so einigermaßen gelaufen. Ich habe schon ein paar tausend Franken dort im Monat im Schnitt verdient. Ich habe natürlich gewusst, mit dem komme ich wahrscheinlich nicht durch. Aber trotzdem habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt einfach auf das. Ich habe meine ganze Pensionskasse auszahlen lassen, was ich hatte. Noch nicht wahnsinnig viel, aber es hat mal 2-3 Monate gelangt. Wie kann man sich pensionieren? Weil die Selbstständigkeit, ja, genau. Das ist GmbH gegründet in dem Moment. Nein, oder? Das musst du nicht. Einzelfirma, das langt. Also, das kann man. Sagen, okay. Ja, das kann man. Ja. Du kannst einfach sagen, dann meldest du dich ab vom Arbeitslosengeld, also fertig, kommst keinen Rappen mehr über, sagst, ade miteinander, ich bin jetzt selbstständig, gründe meine Einzelfirma. Großes Risiko in dem Moment, oder? Ein riesiges Risiko, ich habe das ganze Geld genommen, mein ganzes Ersparte genommen, bin einfach im Studio geguckt und gehofft, dass Aufträge kommen, oder? Die ersten paar Monate ist relativ wenig gelaufen und dann hat dann das mit der Zeit angefangen zu laufen. Aber also, dann nimmt mich jetzt eben Wunder, wie, genau, das müssen werben, wie hast du die ersten Kunden gewonnen? Bist du hausieren? Beides. Ich habe natürlich eben durch das, dass ich schon etwa fast 10 Jahre lang dort ein Studio laufen hatte, mehr oder weniger professionell, habe ich schon Leute gekannt. Oder? Und dann habe ich natürlich am ersten Tag gerade angerufen und gesagt, hey, ich sitze jetzt 24 Stunden da für dich. Ich habe dann sogar so eine Aktion gemacht, so eine Marketingaktion. Es hat ja dort noch kein Facebook und nichts gegeben. Oder? Da habe ich wirklich Flyer gedruckt, mehr oder weniger, selber zu Hause auf dem Farbdrucker und den Leuten verschickt vor über fast 20 Jahren. Hast du noch so einen? Dann habe ich nicht mehr, nein. Du müsstest reinrennen, wie der Dollarbill, der erste Dollarbill. So etwas ähnliches. Und darauf habe ich geschrieben und auf das haben tatsächlich 2-3 Leute reagiert. Habe ich geschrieben, hey, ich bin jetzt, wir haben schon zusammen geschafft, ist alles schön und gut, ich biete das und das und das. Ich bin jetzt 24 Stunden im Studio, ich mache sonst nichts mehr. Bring mir Arbeit. Oder? Nein, ihr könnt, wenn du heute Morgen im Prinzip Montagmorgen sagst, ich möchte einen Song oder einen Remix haben, hast du 24 Stunden später hast du den Song bei dir schon. Wow, ja. Oder 48 Stunden später, je nachdem, was für ein Auftrag ist. Aber einfach so nach dem Motto, ich bin 24 Stunden da und ich arbeite 24 Stunden. Das ist nicht wie früher. Da habe ich gesagt, du, ich muss studieren, ich muss dort, ich muss da. Ich habe keine Zeit, muss mal 2 Monate warten. Und dann habe ich wirklich gesagt, hey, ich bin jetzt da, das läuft. Und dann haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet und wirklich dann auf das angespielt. Das war noch lustig. Die haben gesagt, hey, ich rufe dir jetzt an, morgen Morgen will ich den Song haben. Oder dann habe ich gesagt, hey, Moment, stopp, das war nur Marketing. Nicht ganz so ernst gemeint, aber es hat funktioniert. Es hat lustigerweise funktioniert. Und dann habe ich alte Kunden natürlich mitnehmen können. Die haben wahrscheinlich auch gefunden, dass sie gerne mit mir zusammengearbeitet haben. Und ich habe dann noch 2-3 relativ grosse neue Kunden, die sich dann über mehr oder weniger Mund zu Mund wahrscheinlich
ja, die dann zu mir gekommen sind durch das. Weil eben, es hat noch keine Social Media gegeben. Du hast, ich kann ja nicht irgendwie APG-Plakat machen und sagen, hallo, ich habe ein Studio oder so. Das hat es alles nicht gegeben. Oder? Das heisst, ich habe wirklich müssen einfach jedem, den ich irgendwo getroffen habe, sagen, hey, übrigens, falls du mal mit deiner Gitarre willst, ein Lied aufnehmen, komm zu mir. Oder so Jobs. Oder? Dann habe ich eine Zeit lang praktisch nur von Hörbüchern gelebt, habe ich Hörbücher aufgenommen. Habe ich Schauspieler bei mir gehabt, die einfach geredet haben, zwei Tage lang. Ich habe das zusammengeschnitten und das Hörbuch geschnitten am Schluss und so mein Geld verdient. Also mit einem Tonstudio, mit Producing-Tätigkeiten? Genau. Das habe ich jahrelang gemacht. Und dann hat sich immer mehr sind dann halt wirklich Künstler und dann unter anderem auch DJs zu mir gekommen. Und dann ist dann das Ganze in die DJ-Dinge hineingegangen. Zuerst habe ich für andere DJs produziert. Dann habe ich gemerkt, das Zeug wird erfolgreich. Da war mal etwas in der Hitparade, da. Und dann habe ich irgendwann halt, ja, egoistisch und durch das, dass ich halt schon immer auch Künstler war in dem Sinne, habe ich gesagt, hey, jetzt probiere ich es auch mal noch selber. Und jetzt stehe ich selber an mit meinem eigenen Namen und veröffentliche Musik unter meinem Namen und nicht für irgendjemand anderes. Und dann, mit ein bisschen Glück und viel Arbeit, hat dann das funktioniert und plötzlich sind die Lieder irgendwo international in den Charts auftaucht und dann ist es losgegangen. Also meine Erfahrung mit dem Glück im Business ist einfach genug oft probieren, bis das Glück dann fast zwingend mal kommt. Genau, ich sage das einfach immer wieder ein bisschen vom Glück, weil wenn man jemandem einfach sagt, ich habe einfach hergeschafft, dann tönt das immer so, ja, du hast ja Glück gehabt. Weißt, wenn du, das Scott Adams, weiss nicht, ob du kennst, das ist der Dilbert-Zeichnungen macht, die Comic-Zeichnungen. Okay. Ist jetzt recht kontrovers, weil er ist auch Hypnotiseur und hat ein Buch geschrieben über den Trump und er sagt, der Trump sei der grösste Rhetoriker der Welt. Und kann das erstaunlich gut begründen, übrigens. Und der hat gesagt, wenn man Leute interviewt, dann sagen sie, erfolgreiche Leute fragen, wieso sie Erfolg haben, dann sagen sie immer, wie sie hart gearbeitet haben und Glück gehabt haben. Eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Und er sagt, das sei eine Lüge. er sagt, das stimme in den seltensten Fällen, weil die Wahrheit, sie sagen das einfach, weil das sympathisch tönt. Natürlich. Und sie wollen nicht arrogant rüberkommen. Genau. Und er meint, die Wahrheit ist das, dass er sagt, schlaue Leute, die tun ihre Karriere so ebnen, dass wenn sie Sachen machen und selbst wenn sie scheitern, haben sie etwas gelernt. Nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt zum Beispiel angefangen, du willst Dolmetscher werden auf Französisch. Selbst wenn du scheiterst, kannst du nachher sehr gut Französisch. Oder, okay. Oder wenn Steve Jobs einen Kalligrafiekurs gemacht hat, hat er dort auch gescheitert, aber aufgrund von dem hat er das ästhetische Empfinden entwickelt, was später bei der Entwicklung von Mac oder beim Etablieren von Mac auch geholfen hat. Und er meint eben quasi, was die erfolgreichen Leute oft auszeichnet, ist, dass eben auch die Sachen, die keinen Erfolg haben, sie eben noch immer ein Stück weitergebracht haben. Stimmt das auf deine Karriere auch? Stimmt natürlich absolut. Aber ich würde jetzt eher sagen, es war ein bisschen aus der Not raus. Also ich habe ja nicht gesagt, ich produziere jetzt Hörbücher, damit ich lerne, wie man ein Mikrofon einstellt, damit, wenn dann die Sängerin kommt, die mir den Nummer 1 Hit singt, ich weiss, wie man das Mikrofon einstellt. Oder? Sondern es war, ich habe einfach Studioarbeit gemacht, solid. Ich habe am gleichen Tag, wo ich im Prinzip mit der Sängerin Musik aufgenommen habe, wo ich gehofft habe, dass die Musik mal wird Geld einspielen, habe ich zur Nacht noch Hörbücher produziert, weil ich wusste, ich muss noch irgendwie den Kühlschrank füllen. Oder? Und dann kann man schon sagen, das ist parallel gelaufen und es hat immer ein bisschen ein Backup gegeben. Und jetzt, dass dann so eins von diesen Liedern natürlich erfolgreich war, oder dann ein zweites oder ein drittes. Ob man dann sagt, das ist aus der Masse rausgekommen, klar, es hat mit der Masse zu tun. Es ist nicht, also wenn man Glück ins Spiel bringen und auf der anderen Seite Planung und viel Arbeit und viel Fleiss, dann ist der Fleiss wirklich 99%. Das hat mit Planung zu tun, klar. Ich arbeite nicht blind 99% auf den ganzen Tag irgendetwas stumpfsinnig in der Hoffnung, dass dann irgendetwas passiert. Ja. Das muss geplant sein, ist ja ganz klar. Ich mache ein Hörbuch, dann weiss ich aber auch, ich nehme mir aber noch 3 Stunden, wo ich anhocke und gezielt noch eine Musik produziere, wo ich denke, es könnte mich irgendwo herbringen. Das ist schon richtig, die Komponenten. Aber ich würde sagen, es hat, glaube ich, wirklich einfach viel mit viel Arbeit zu tun. Es ist viel Arbeit, ob jetzt die Arbeit extrem zielgerichtet ist, nach dem, was du gesagt hast, dass eben immer etwas dabei ist, auch wenn es nicht funktioniert, dass man dann gleich wieder einen Schritt weitergekommen ist. Oder ob es einfach viel Arbeit ist. Aber ich meine, ich höre die Frage so oft. Jeden Tag habe ich 2-3 Anfragen auf Facebook von irgendwelchen jungen DJs. Ich will auch, was muss ich machen? Oder? Und dann müsst ihr es machen? Genau. Und dann sage ich immer, look, also erstens mal, momentan Zeit, es tut mir sehr leid zu sagen, vor 10 Jahren war es viel einfacher gewesen. Ist einfach so. Momentan ist die Zeit für jetzt das, was ich mache, extrem schwierig. Weil es so überschwemmt wird. Weil sich der Musikkonsum verändert hat. Wir können nachher noch über Zahlen reden, wenn dich das interessiert. Der Musikmarkt ist wirklich TOT. Man kann noch Geld verdienen mit der Musik, aber es ist extrem schwierig geworden.